So, ihr kleinen Gazos, herzlich willkommen zurück in meiner Abnehmshow. Heute mal wieder im Außenlager, hätte ich beinahe gesagt. Oh Gott, ich laber mein Spanisch scheiße. Okay, wie fange ich denn an? Ich bin hier in Delmhorst bei meinem Bruder am Lager und habe hier gerade so ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, so ein paar Videoaufnahmen. Und dann habe ich die Gelegenheit ergriffen, gleichzeitig meinen Sonntag Abnehmvideo abzudrehen. Also diesmal aus der Lagerstätte von meinem Bruder im Hintergrund zu sehen. Und was habe ich denn zu verkünden? Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe ganz müde, dicke Augen. Ich habe nicht so gut geschlafen und bin eigentlich gar nicht bereit, ein Video zu drehen. Weil ich einfach am liebsten einschlafen möchte. Okay, aber wollen wir mal nicht rumleiden, kommen wir mal zu den Fakten. Also tatsächlich ist es so, dass ich diese Woche 1,8 Kilo abgenommen habe. 1,8 Kilo, Gott sei Dank. Um das noch mal eben ganz kurz, also ich bin jetzt wieder bei 100. Also noch mal die Geschichte. Im Grunde genommen kämpfe ich seit 8 oder 12 Wochen mit 100 Kilo. 97,5 war, glaube ich, das allerwenigste. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, vor 8 Wochen gewesen. Und dann hat sich das auf 101,1 von immer so 101, 101, 102, immer so zwischen 100, also es schwankte immer so um 2 Kilo, sag ich mal. Und diese Woche bin ich kontinuierlich bei 100 oder knapp drunter und dann wieder 100. Heute Morgen waren es 100,1. Also nicht 101, sondern 100,1. Also 100 Kilo. Warum habe ich jetzt in einer Woche 1,8 Kilo abgenommen? So genau weiß ich das auch nicht. Ich habe nicht viel verändert. Ich habe eine andere App, eine andere Diät-App auf meinem Handy. Und an der App kann das nicht liegen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es passiert einfach. Und ich hoffe, dass es weiterhin passiert, denn ich will meine 90 Kilo erreichen. Also mir fehlen 10 Kilo. Mein Gott, ich habe 70 Kilo in 10 Monaten abgenommen und jetzt schaffe ich es nicht, 10 Kilo in 3 Monaten abzunehmen. Was ist denn los? Aber ich bleibe am Ball. Ich will nicht heulen. Insgesamt fühle ich mich gut. Gestern bin ich 12,5 Kilometer gelaufen. Das ist für mich ziemlich viel. Und mein Sport ist natürlich immer noch auf Platz 1. Und ja, eigentlich wollte ich auch nur 100 Kilo erreichen. Und jetzt habe ich 100 Kilo und die wird nicht weniger. Ich will hier nicht rumblären und nicht rumheulen. So figurmäßig, also körpermäßig bin ich zufrieden. Aber trotzdem will ich noch 10 Kilo. So, jetzt ist Schluss. Genug und lange genug gesabbelt. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Schaltet ein, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, was habe ich gesagt? Wir sehen uns wieder nächstes Wochenende, nächsten Sonntag. Tschüss, ihr Gazos!